zum Vater, außer durch dich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Gütiger Gott, wir danken dir für das Leben, was in dir gebracht ist. Und bitte dich, nimm ihn jetzt da von dir in der Heimat zu dir. Jesus sagt der Mann zu deinem Schwester Pastina, der Bote der göttlichen Barmherzigkeit. Eine ganze Ewigkeit könnt dir meine Barmherzigkeit nicht abschaffen. Nach der wundersamen Brotvermehrung in der großen Brotwelt.
sein kann, wenn wir es teilen bzw. miteinander essen. Und so wie Jesus das Brot bricht für seine Jünger, so wird sein Leib gebrochen werden, nicht nur für die Jünger allein, sondern für alle, die an ihn glauben. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, hat er über das gebrochene Brot gesagt. Und hat sich noch einmal mehr mit dem Brot identifiziert. So ist auch unser Verstorbener ganz mit hineingenommen in das Geheimnis des Brotes, das Jesus selbst ist und das ewiges Leben schenkt. Denn wie sagte Jesus auch in seiner Brotkrümel, wer von diesem Brot isst, das ich geben werde, wird in Ewigkeit nicht sterben, sondern das ewige Leben haben in Gott. So möchte ich schließen mit einer Betrachtung zum Brot, die ich entnommen habe, einem Religionsbuch für die zweite Klasse in die Schule. Jeden Tag esse ich Brot, Schwarzbrot, Weißbrot, Semmeln, Brezeln, Salzstangen. Es gibt Tage mit besonderem Brot, Kuchen und Torte. Wenn wir vom täglichen Brot sprechen, meinen wir auch die anderen Nahrungsmittel, Fleisch, Wurst, Teigwaren, Salat, Obst, Gemüse und die Getränke. Frühstück, Brotzeit, Mittagessen, Abendessen ist ein Rhythmus unseres Lebens. Es ist schön zu leben, wenn wir uns satt essen können, wenn wir unser tägliches Brot haben. Leben wir vom Brot aber. Woher kommt unsere Freude? Wer gibt uns Mut? Was treibt uns etwas anzupacken? Woher haben wir Kraft, Leid zu tragen? Wenn jemand zu uns sagt, das hast du gut gemacht, ich freue mich, dass es dich gibt, du hast mir viel geholfen, habe Mut, du schaffst es schon, ich halte zu dir. Ein gutes Wort, ein freundliches Gesicht, eine aufmerksame Geste, eine Anerkennung für meine Mühe, das tut gut. Da legt man auf, man fühlt sich gestärkt. Worte der Ermutigung, der Aufmerksamkeit, der Anerkennung und des Lobes sind für uns so wichtig wie das tägliche Brot. Sie sind tägliches Brot, sie sind Speis. Menschen, die mich verstehen wollen, die mich beraten, die mich annehmen, wie ich bin, die mir weiterhelfen, die mit mir lachen und weinen. Menschen, denen ich etwas bedeute, Menschen können meine Speise sein. Auch ich kann anderen zur Speise werden, durch mein verständnisvolles Wort, durch meine Aufmerksamkeit, durch meinen Humor und Witz, durch meine Fröhlichkeit.
Wir danken unserem lieben Vater von Herzen für all seine Liebe, für seine Sorgen und Mühen zum Wohl unserer Familie. Himmlischer Vater, lohne du ihm alles, was er Gutes getan hat, und vergib ihm, wo er die menschliche Schwachheit gefehlt hat. Wir darum bitten wir durch Christus, unseren
Thank you.
Danke.